Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich arbeite heute mit PowerPoint und weise darauf hin, dass also die technische Innovation auch für den Rechtswissenschaften nicht Halt macht. Das Thema der wissenschaftlichen Politikberatung findet verlässlich Interesse. Das liegt vielleicht daran, dass in Anbetracht der Mühen und Frustrationen in der demokratischen Politik die Wissenschaft manchmal in hellem Licht erstrahlt. Es liegt vielleicht auch daran, dass die Erfolge der Politikberatung so schwer messbar sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Thema naturgemäß vielen wissenschaftlichen Einrichtungen am Herzen liegt, die ein Interesse daran hätten, selbst mehr Politikberatung zu betreiben. Das Interesse an der wissenschaftlichen Politikberatung beruht aber schließlich wohl auch auf dem ganz faszinierenden Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft und Politik, mit dem viele und grundlegende Fragen verbunden sind, die weit sowohl in das Reich der Wissenschaft als auch in die Politik zurückweisen. Mein heutiger Vortrag behandelt davon nur einen kleinen Teilausschnitt. Sein Gegenstand ist ein Teilbereich des Politischen. Regierung und Parlament sind in der Summe die beiden Organe des Staates, die die Politik bestimmen. Sie sind für die Setzung staatlicher Normen in Form von Gesetzen, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften zuständig. Ich sollte hinzufügen, dass zu den Instrumenten der staatlichen Politik daneben beispielsweise auch die Vergabe von Subventionen gehört. Schließlich gehört dazu auch die sogenannte hoheitliche Informationspolitik, etwa in Gestalt von öffentlichen Warnungen. Wenn ich meine Darstellung auf Regierung und Parlament beschränke, so sind damit Verwaltung und Rechtsprechung aus der Betrachtung ausgenommen, weil sie zu Recht überwiegend nicht im engeren Sinne zur Politik gezählt werden. Es sollte aber darauf hingewiesen werden, dass dies keinesfalls bedeutet, dass dort wissenschaftliche Beratung überflüssig wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Wissenschaftliche Expertise spielt auch dort vielfach eine Rolle. Und mehr noch, die Versuchung, wissenschaftsbezogene Fragen wie etwa die Zulässigkeit bestimmter Technologien, die Umweltverträglichkeit bestimmter Maßnahmen oder die Ergreifung wirtschafts- und sozialpolitischer Maßnahmen an Verwaltung oder Rechtsprechung zu delegieren, ist allgegenwärtig. Nicht umsonst hat das Bundesverfassungsgericht dem in einer Reihe von Entscheidungen Grenzen gesetzt. Die wissenschaftliche Politikberatung von Regierung und Parlament ist in der großen Betrachtung des Themas im Allgemeinen kein nur mehr oder weniger sinnvoll ausgewählter Teilausschnitt. An die wissenschaftliche Politikberatung stellen sich hier besondere Fragen, die sich aus der besonderen Stellung gerade dieser beiden Organe ergeben. Der Staat ist in besonderem Maße zwingend auf die Wissenschaft verwiesen. Er kann nicht wie ein Verbandsvertreter entscheiden, ob eine Abendessenseinladung oder ein wissenschaftliches Gutachten seine politischen Zwecke weiterbringt. Unser Staat geht zwar nicht davon aus, dass politische Entscheidungen sich wissenschaftlich methodisch aus einer Betrachtung von Geschichte und Gesellschaft ableiten lassen. Demgemäß ist es dem Volk und seinen demokratisch gewählten Vertretern überlassen, über die Richtigkeit von politischen Entscheidungen in Wahlen und Abstimmungen zu entscheiden. Alle staatlichen Entscheidungen und unter ihnen besonders das Recht müssen deswegen zunächst demokratisch legitimiert sein. Allerdings kommt an dieser Stelle die Wissenschaft ins Spiel. Der demokratische Wettstreit und unsere Rechtsordnung funktionieren nur, wenn die Entscheidungen so begründet sind, dass sie intersubjektiv nachvollzogen werden können. Demokratie und Recht beruhen damit auf der Rationalität der Entscheidungen. Die Rationalität wiederum erfordert, dass die Begründung von Entscheidungen die Wirklichkeit und ihre Deutung einbezieht. An dieser Stelle treffen sich Wissenschaft und Politik. Meine Damen und Herren, ich werde im Folgenden versuchen, Ihnen zu zeigen, in welchen mannigfaltigen institutionellen Formen und welchen Verfahren dies geschieht. Dabei darf ich zunächst auf das Umfeld der Regierung eingehen, weil sich dort die wissenschaftliche Politikberatung in formellen Strukturen konzentriert.
Da die Aktivitäten des Deutschen Bundestages im Hinblick auf die Politikberatung bei erster Betrachtung sehr viel schmaler ausfallen, erlaube ich mir leicht provokant zu fragen, ob das Parlament insoweit im Abseits steht. Zur Abrundung möchte ich dann kurz auf die Frage der richtigen Synchronisation zwischen Wissenschaft und Politik eingehen. Sie kann in einem ersten Zugriff als zeitliche Frage verstanden werden, weswegen ich danach frage, ob Politik und Wissenschaft im Takt sind. Eine kurze Zusammenfassung soll meinen Vortrag abschließen. Meine Damen und Herren, ein Großteil der Politikberatung in Deutschland betrifft die Regierung und ihr Umfeld. An den Anfang meiner Betrachtung möchte ich die sogenannte Ressortforschung stellen, weil sie einen erheblichen Umfang einnimmt und dem Staat am nächsten liegt. Mit dem Begriff der Ressortforschung kennzeichnet man die Tätigkeit einer Vielzahl von Einrichtungen, die bestimmten Ministerien zugeordnet sind. Darunter fallen öffentliche Einrichtungen in unterschiedlicher Form und mit unterschiedlicher Anbindung an die jeweiligen Ministerien. Hervorzuheben ist aber, dass zu den Einrichtungen der Ressortforschung nicht notwendig nur öffentlich-rechtliche Institutionen gehören. Wie das Beispiel der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP, zeigt, kann es sich auch um privatrechtliche Einrichtungen handeln. Die Ressortforschung blickt auf eine lange Geschichte zurück, die im vorletzten Jahrhundert beginnt. Damals versuchte der Staat, das notwendige Wissen zur Verwaltung eines sich zunehmend industrialisierenden Landes an sich zu ziehen. Beispiele dafür sind etwa die Physikalische Technische Reichsanstalt von 1887, heute die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, und das Königlich-Preußische Institut für Infektionskrankheiten, gegründet 1890, das heute den Namen Robert-Koch-Institut führt. Aus heutiger Zeit sind das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, gegründet 1967, und etwa das Deutsche Jugendinstitut, gegründet 1961, sowie als Beispiel für die Umweltpolitik das bekannte Umweltbundesamt zu nennen, das seit 1974 besteht. Man sollte, meine Damen und Herren, den Bereich der Ressortforschung nicht unterschätzen. Nach Zahlen des Wissenschaftsrates, der seit einiger Zeit diese Einrichtungen evaluiert, stehen der Ressortforschung Haushaltsmittel von 1,5 Milliarden Euro pro Jahr zu. Man wird kaum das gesamte Spektrum der Tätigkeiten dieser Ressortforschungseinrichtungen als wissenschaftliche Politik bezeichnen können. Zu einem erheblichen Anteil leisten die genannten Einrichtungen einen wissenschaftlichen Beitrag zu Verwaltungstätigkeiten. Ein Beispiel dafür ist die intensive Tätigkeit, die in diesen Tagen das Robert-Koch-Institut im Hinblick auf die Bekämpfung der Schweinegrippe entfaltet. Aber es gibt noch einen anderen Grund, weswegen man bezweifeln könnte, dass hier wissenschaftliche Politikberatung betrieben wird. Man könnte nämlich fragen, ob es sich tatsächlich um Wissenschaft handelt, wenn Einrichtungen, die vom Staat abhängig sind, Forschung betreiben. Das führt zu einer Schlüsselfrage unseres Themas, nämlich zu der Frage nach der Unabhängigkeit als Definitionsmerkmal und als Funktionsbedingung von Wissenschaft. Die genannten Einrichtungen und ihre Bediensteten unterliegen ja in unterschiedlicher Form der Kontrolle durch das Ministerium, dem sie zugeordnet sind. Demgegenüber verbinden wir mit Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit die Vorstellung eines individuellen und institutionellen Freiraums, eine Vorstellung, die nicht zuletzt unser Grundgesetz vorsieht, indem es in Artikel 5 Absatz 2 Satz 1 bestimmt, dass Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre frei sind. Hier handelt es sich sicherlich um einen Grenzfall. Bevor wir aber, meine Damen und Herren, der Ressortforschung die Wissenschaftlichkeit aus diesen Gründen absprechen, müssen wir uns die besondere Struktur und die besondere Unabhängigkeit dieser Einrichtungen vergegenwärtigen. Der Staat hat ja durchaus andere Mittel und Wege, sich des für seine Aufgaben notwendigen Sachverstands zu versichern. Insbesondere kann er, wovon er mit einer großen Tradition Gebrauch macht, Personal mit einer entsprechenden Ausbildung einstellen.
Demgegenüber liegt die Bedeutung der Ressortforschung gerade darin, dass der Staat damit für bestimmte Sachgebiete Einrichtungen mit einem gewissen Grad an Selbstständigkeit schafft, die nicht den normalen Hierarchiesträngen der Verwaltung unterliegen. Die Gestaltung von Kontrolle und Distanz ist im Fall der Ressortforschung zum Teil subtil. Dies wird etwa bei der Neugestaltung der für die Lebensmittelsicherheit zuständigen Einrichtungen nach der BSI-Krise im Jahre 2002 deutlich. Dabei wurden nach einer ausführlichen Diskussion bewusst zwei getrennte Einrichtungen geschaffen. Das Bundesinstitut für Risikoforschung ist für die Erfassung und Analyse der in diesem Bereich auftretenden Risiken zuständig und weist einen sehr hohen Autonomiegrad gegenüber dem Landwirtschaftsministerium auf. Die auf dieser Grundlage zu treffenden administrativen oder politischen Entscheidungen sind demgegenüber bei dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit angesiedelt, die wesentlich enger an die Kontrolle des Ministeriums gebunden sind. Diese organisatorische Unterscheidung zwischen der Risikoerkenntnis einerseits und dem Risikomanagement andererseits folgt weit bekannten internationalen Trends. Das Bewusstsein für die Bauformen der Ressortforschung zeigt sich aber am Ende auch an dem schließlich verworfenen Plan, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu privatisieren und damit die Medikamentenkontrolle in Deutschland in private Hände zu legen. Meine Damen und Herren, insgesamt entspricht die Ressortforschung dem Interesse des Staates, wissenschaftlichen Sachverstand und auch wissenschaftliche Politikberatung an sich zu binden und für verfügbar zu halten und diesen Einrichtungen andererseits einen gewissen Grad an Autonomie zuzugestehen, ohne den wissenschaftliche Tätigkeit nicht geleistet werden kann. Hier wird eine Spannungslage deutlich, die in einer Reihe aktueller Diskussionen über die Zukunft der Ressortforschung sich wiederfindet. Wir erleben insgesamt zurzeit ein Bestreben, der Ressortforschung größere Autonomie zuzugestehen. Eine dieser Entwicklungslinien betrifft die Frage, ob die Bediensteten solcher Einrichtungen für ihre Arbeit das soeben genannte Grundrecht der Forschungsfreiheit in Anspruch nehmen können. In der juristischen Literatur wird zurzeit die früher selbstverständliche Ablehnung dieser Vorstellung in Frage gestellt. Ebenso gibt es auf institutioneller Ebene eine Tendenz, die Ressortforschungseinrichtungen in größere Selbstständigkeit zu führen und sie etwa in unabhängige Forschungseinrichtungen zu verwandeln. Es sei hervorgehoben, dass dieses Bestreben von den Einrichtungen selbst ausgeht, die sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben. Geradezu komplementär verhalten sich in vieler Hinsicht zu der Ressortforschung die sogenannten wissenschaftlichen Beiräte. Mit solchen Beiräten schmückt sich nahezu jedes Ressort. Ich habe das auf der Grafik da angegeben. Sie sehen die einzelnen Ministerien, die solche Beiräte haben. Die genaue Zahl dieser Beiräte ist auch nur schwer herauszufinden. Eine sehr große und verdiente wissenschaftliche Untersuchung hat dies neulich versucht zu erfassen durch einen Gleichstellungsplan der Bundesregierung, weil andere Zahlen über diese Einrichtungen nicht zu bekommen waren. Vielfach werden die beiden Beiräte des Wirtschafts- und des Finanzministeriums als typische Exemplare dieser Gattung der wissenschaftlichen Politikberatung benannt. Allen wissenschaftlichen Beiraten ist gemein, dass sie ganz überwiegend oder ausschließlich aus Wissenschaftlern bestehen und hauptsächlich Gutachten und Stellungnahmen verfassen. Sie verfügen meist über ein erhebliches Maß an Autonomie und einen recht engen Bezug zur politischen Spitze der Ministerien. Benennt die Mitglieder der Beiräte und stellt ihnen oft Fragen und Aufgaben. Im Übrigen sind die Beiräte in der Bestimmung ihrer Themen frei. Eine, wenn man so will, politische Kontrolle für die Beiräte wird letztlich hauptsächlich in der Form ausgeübt, dass das Ministerium sich das Recht vorbehält, ob und wann Gutachten und Stellungnahmen veröffentlicht werden. Anders als die Ressortforschung verfügen die Beiräte über ein hohes Maß an wissenschaftlicher Unabhängigkeit. Bei ihnen stellt sich eher das umgekehrte Problem: ihr politischer Einfluss ist durchaus diffus.
Eine Sonderform solcher wesentlich mit Wissenschaftlern besetzten Beiräte stellen einige Institutionen dar, die ohne spezielle Anbindung an ein einzelnes Ressort auf Bundesebene bestehen und regelmäßig die Bundesregierung im Ganzen beraten sollen. Dazu gehört zunächst der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dem auch Herr Wiegardt angehört, der darüber in dieser Ringvorlesung dankenswerterweise noch zu uns sprechen wird. Daneben gehört zu dieser Form von Beratungsgremien der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, der 1971 eingerichtet worden ist, und der besonders für die globalen Umweltfragen zuständige Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderungen. Schließlich ist noch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen von 1985 zu erwähnen. Ihr jeweils eingegrenztes Themenfeld, die hochrangige Ansiedlung jenseits einzelner Ministerien und ihre vergleichsweise intensive Arbeit und die gute Ausstattung haben diese Sachverständigenräte zu großer Bedeutung gebracht. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass sie in regelmäßigen Abständen Gutachten erstellen und diese öffentlichkeitswirksam präsentieren und präsentieren sollen. Es trägt sicherlich auch zur Bedeutung dieser Einrichtungen bei, dass die Bundesregierung zu den Gutachten oder Stellungnahmen meist eine Erwiderung abgibt. Meine Damen und Herren, in diese Kategorie nicht ressortgebundener, unabhängiger wissenschaftlicher Beratungseinrichtungen gehört meiner Ansicht nach auch der 2007 gegründete Deutsche Ethikrat, der aus dem von Kanzler Schröder gegründeten, und jetzt achten Sie bitte auf die Terminologie, Nationalen Ethikrat hervorgegangen ist und jetzt zu gleichen Teilen der Bundesregierung und dem Bundestag zugeordnet wird. Er unterscheidet sich von den eben genannten Ratsinstitutionen dadurch, dass ihm neben Wissenschaftlern auch einzelne anerkannte Personen angehören können, die in besonderer Weise in ethischen Fragen der Lebenswissenschaften vertraut sind, wie es heißt. Die Mitglieder des Ethikrates werden zu gleichen Teilen von Bundesregierung und Bundestag benannt. Darüber hinaus kennzeichnet den Ethikrat ein besonderer Öffentlichkeitsbezug. Seine Beratungen sollen in der Regel öffentlich sein. Daneben soll er einmal im Jahr eine große öffentliche Veranstaltung durchführen. Zu einer solchen Veranstaltung hat er gerade eingeladen. Insgesamt ist auf den Ethikrat, wie Sie sich vorstellen können, noch zurückzukommen. Neben diesen Formen einer ganz abstrakten und wissenschaftlichen Politikberatung findet die Politikberatung der Regierung aber noch auf einer sehr viel konkreteren Ebene statt. Dabei fallen an erster Stelle eine Reihe von Kommissionen ins Auge, die in einer langen Traditionslinie, besonders im Bereich der technischen Sicherheit, eine Rolle spielen. Diese Traditionslinie geht zurück bis auf die preußische Verwaltung und die ersten Anfänge einer Gewerbeverwaltung. Typischerweise findet man solche Einrichtungen in Bereichen, in denen es um technischen, naturwissenschaftlichen oder medizinischen Sachverstand geht. Typisch für diese Einrichtungen ist, dass sie eine sehr konkrete Aufgabenstellung innehaben, die oft durch einen bestehenden Regulierungszusammenhang vorgegeben ist. Hier geht es nicht um die große Politik mit der Gesetzgebung, sondern vielfach um die weitere Konkretisierung von Gesetzen im Bereich des Gesundheitsschutzes, der technischen Sicherheit und des Umweltschutzes, die sich direkt auf den Erlass von Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften oder Standards bezieht und damit eng mit der sogenannten exekutiven Rechtsetzung verbunden ist. Neben Einzelentscheidungen, die sich als Gesetzesvollzug darstellen, haben die hier anzusprechenden Kommissionen aber regelmäßig auch die Aufgabe, Sicherheitsanforderungen, Zulassungen oder Grenzwerte zu definieren oder Standards zu setzen und betreiben deswegen in einem speziellen, typischen, exekutiven Sinne Politikberatung. Als Beispiele seien etwa die sachverständigen Gremien im Umweltrecht, besonders im Emissionsschutz, die Einrichtungen der Arzneimittelsicherheit und des Arbeitsschutzes und vor allem die Beratungsgremien im Atom- und Gentechnikbereich genannt.
Aufschlussreich ist die jüngere Geschichte der beiden Kommissionen im Atombereich. Hier handelt es sich einerseits um die Strahlenschutzkommission, die für die Beurteilung von Auswirkungen der Strahlung auf Mensch und Umwelt zuständig ist. Sie befasst sich beispielsweise mit dem immer wieder geäußerten Verdacht, dass in der Nähe von Kernreaktoren eine Häufung von Leukämieerkrankungen unter Kindern auftritt. Daneben befasst sich die Reaktorsicherheitskommission mit der Sicherheit von Kernreaktoren und dem Kernbrennstoffkreislauf. Beide Kommissionen bestehen seit langem und waren mit Experten aus vorgegebenen Disziplinen besetzt. Im Zusammenhang mit ihrer kritischen Haltung zur Kernenergie wurden beide Kommissionen 1998 unter der rot-grünen Bundesregierung neu strukturiert und neu besetzt. In beiden Satzungen findet sich nun ein interessanter Passus. Es heißt, dass die Kommissionen, ich zitiere, im Sinne einer ausgewogenen Beratung so besetzt sein sollen, dass die gesamte Bandbreite der nach dem Stand von Wissenschaft und Technik vertretbaren Anschauungen repräsentiert ist. Ist es kaum zu übersehen, dass die Politik von der Wissenschaft Eindeutigkeit erwartet. Ebenso wenig ist aber zu sehen, dass dies aus immanenten Gründen der Logik der Wissenschaft kaum zu leisten ist. Zur Wissenschaft gehört im besten Sinne der Streit. Wie aber soll die Politik in Anbetracht diverser wissenschaftlicher Stimmen entscheiden? Mit der Umstrukturierung der Strahlenschutzkommission und der Reaktorsicherheitskommission hat die Politik in Gestalt des damaligen Bundesumweltministers Trittin diese Problematik als Chance genutzt. Damit, dass der Chor der Stimmen in den beiden Kommissionen vielgestaltiger wurde, wurde auch der Raum wissenschaftlich legitimierter politischer Optionen größer. Die Umstrukturierung der beiden Kommissionen ist sicher ein Bruch mit einer Art technokratischer Hegemonie gewesen, die im Bereich der zivilen Kernenergienutzung in Deutschland lange Zeit vorherrschend gewesen ist. Aber es war mehr als ein Trick. Die Reform der Kommission lag im Zug der Zeit. Zunehmend wurde seit jener Zeit Wissenschaft nicht mehr als letzte Wahrheit, sondern als ein plurales Konzert von Auffassungen verstanden. Meine Damen und Herren, das wird auch an der Zentralen Kommission für biologische Sicherheit deutlich, die als Sachverständigenkommission sicherheitsrelevante Fragen der Gentechnik für laufende Gesetzgebungsvorhaben, aber auch in allgemeiner Form im Sinne einer Politikberatung behandelt. Auch die Zentrale Kommission für die biologische Sicherheit trägt der Pluralität der Wissenschaft Rechnung. Dies geschieht dieses Mal durch ein genau ausbalanciertes Tableau von Disziplinen, die in der Kommission mit insgesamt 12 Sachverständigen vertreten sind. Zunächst werden dafür im Gentechnikgesetz 9 Fachgebiete von der Mikrobiologie bis zur Sicherheitstechnik genannt. Zusätzlich wird aber eine Art Quorum aufgestellt. Danach sollen mindestens 7 und dabei eine Mehrheit der Sachverständigen, wie es heißt, auf dem Gebiet der Neukombinationen von Nukleinsäuren arbeiten. Damit ist sichergestellt, dass eine Mehrheit der Sachverständigen tatsächlich wissenschaftlich mit der Gentechnik arbeitet. Außerdem ist festgelegt, dass mindestens 2 Sachverständige den Bereich der Ökologie vertreten müssen. Hinzu kommt bei der ZKBS ein weiteres Element. Als Mitglieder gehören ihr auch Vertreter besonderer Interessen an. Diese Interessenbereiche sind der Arbeitsschutz, die Wirtschaft, die Landwirtschaft, der Umweltschutz und der Naturschutz, der Verbraucherschutz und die Forschungsförderung. Damit setzt sich hier eine lange deutsche Traditionslinie gemischter Beratungseinrichtungen fort, in denen Wissenschaft und Interessen zusammenwirken. Die Beschlussfassung erfolgt in der ZKBS nach der einfachen Mehrheit. Nur eine Regel über die Beschlussfähigkeit stellt sicher, dass die Wissenschaft angemessen vertreten ist. Diese sorgfältige Komposition der ZKBS hat allerdings nicht gewährleisten können, dass ihre Beschlüsse immer in der Politik Gehör gefunden haben. In mehreren Fällen und auch so in dem neuen Verbot der Genmalsorte MUN 810 hat die Politik sich über das Votum der ZKBS hinweggesetzt und also
sozusagen die weitere Nutzung dieses Genmaises verboten, obwohl die ZKBS eigentlich ein günstiges Votum abgegeben hatte. Meine Damen und Herren, insgesamt handelt es sich bei den Kommissionen, die oft als Risikokommissionen bezeichnet werden, allerdings halte ich diesen Begriff für etwas ungut. Es hat gerade in der juristischen Literatur, sozusagen gibt es immer den Bezirk der Risikoverwaltung und der Risikokommissionen, und wir verstehen darunter immer die technisch-naturwissenschaftlichen Kommissionen. Aber gerade die neuere Finanzkrise zeigt eigentlich, dass staatliches Verwalten auch ganz andere Risiken in Betracht ziehen sollte, sodass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass der Begriff des Risikos für die Technik und die Umweltfragen gepachtet ist. Durch den gegebenen politischen und rechtlichen Rahmen ist das Themenfeld dieser Kommission eingegrenzt. Damit werden die Fragen an die Wissenschaft konkreter und das politische Gewicht der Antworten größer. In diesem Licht sind die Details der Regelung der Zusammensetzung der entsprechenden Kommissionen zu sehen. Typisch ist für diese Form der wissenschaftlichen Politikberatung auch der enge Bezug zu den betroffenen Interessenbereichen, die im Fall der ZKBS sogar in die Kommission einbezogen sind. Weiterhin lässt sich eine Tendenz feststellen, die Öffentlichkeit stärker an der Arbeit dieser Kommissionen zu beteiligen. Dazu trägt auch bei, dass die ZKBS regelmäßig Berichte über ihre Tätigkeit veröffentlichen soll. Neben diesen althergebrachten Einrichtungen von Beratungsinstitutionen im Bereich der technischen Sicherheit und des Verbraucher- und Umweltschutzes gibt es auch weitere Formen einer wissenschaftlichen Politikberatung mit spezifischer Aufgabenstellung. Zu denken ist hier an der einen Seite an Expertenkommissionen, die ad hoc für ein bestimmtes Thema eingerichtet werden. Bekannt geworden ist etwa die Kommission zur Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme, die sogenannte Rürup-Kommission, und die sogenannte Benchmarking-Gruppe des Bündnisses für Arbeit, die im Grunde die großen Reformvorhaben der Regierung Schröder im Bereich der Arbeits- und Sozialpolitik begleitet hat und in die Hartz-Kommission überging. Typisch für diese Kommission ist der enge Zusammenhang mit einem Reformvorhaben, das konzeptionelle Arbeiten, aber ebenso der Beitrag zur Konsensbildung zwischen den beteiligten Interessengruppen. Deswegen gehören regelmäßig zu solchen Kommissionen nicht nur Wissenschaftler, sondern in einigen Fällen sogar überwiegend auch die Vertreter beteiligter Interessengruppen. Der wissenschaftliche Beratungsbeitrag in diesen Kommissionen bringt die notwendige Sachlegitimation ein, neben dem insbesondere die Konsensfindung zwischen den betroffenen gesellschaftlichen Gruppen und Vereinigungen steht. Meine Damen und Herren, mein Überblick über die damit schon sehr gewichtige wissenschaftliche Beratung im Kontext der Bundesregierung schließt mit einer Einrichtung, deren Auftrag noch weit enger gefasst erscheint. Die Rede ist von dem Nationalen Normenkontrollrat, der 2006 mit dem Auftrag eingerichtet worden ist, ich zitiere, die Bundesregierung dabei zu unterstützen, die durch Gesetze verursachten Bürokratiekosten zu reduzieren. Eine verfassungsrechtliche Fußnote, es ist eigentlich interessant, dass sich die Bundesregierung mit einer Sachverständigenkommission sozusagen der Frage der Gesetzgebung widmet. Aber das soll nur eine Fußnote sein. Dieser Auftrag wird dadurch spezifiziert, dass diese Aufgabe durch die Anwendung, Beobachtung und Fortentwicklung einer sogenannten standardisierten Bürokratiekostenmessung erfolgen soll. Die Tatsache, dass der Normenkontrollrat im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Politikberatung nur selten genannt wird, hängt vielleicht damit zusammen, dass dem Gremium von 8 Mitgliedern nur eine Universitätsprofessorin als Vertreterin der Wissenschaften angehört. Es ist weniger von die Beteiligung von Wissenschaftlern als eher die unabhängige Stellung dieses Kontrollrats, seine Festlegung auf eine sozialwissenschaftliche Methode und seine Bedeutung als Modell, die mich veranlassen, ihn hier zu nennen. Der Normenkontrollrat hat nämlich die Aufgabe, konkrete bestehende oder neu zu erlassene Gesetze auf das Potenzial zur Reduzierung von Bürokratiekosten zu untersuchen.
Er stellt deswegen aus meiner Sicht als Typus einer neuen und in Deutschland noch nicht weit entwickelten Form der wissenschaftlichen Politikberatung, die ganz spezifisch auf die wissenschaftliche Kommentierung, wenn nicht gar die wissenschaftliche Kontrolle von Gesetzen und ihren Folgen abzielt. Es ist abzusehen, dass dieses Instrument der Regelungsfolgenabschätzung über die Thematik der Bürokratiekosten hinaus in Zukunft auch auf Fragen der Umwelt und möglicherweise später sogar der Sozialverträglichkeit erweitert wird und dass in diesem Bereich ein sich neu entwickelndes Feld der wissenschaftlichen Politikberatung liegt. Die Entwicklungen sind in diesem Bereich in der Europäischen Union schon sehr viel weiter fortgeschritten und es ist sicherlich zu erwarten, dass es in Deutschland Anpassungen gibt. Meine Damen und Herren, unser Blick auf ein Regieren mit der Wissenschaft hat gezeigt, dass die Exekutive in Deutschland über eine vielgestaltige und umfangreiche wissenschaftliche Beratung verfügt. Umso dringender stellt sich die Frage, was dem der Deutsche Bundestag entgegenzusetzen hat, zu dessen Aufgaben wesentlich die Kontrolle der Regierung und die Gesetzgebung gehört. Der Deutsche Bundestag ist in gleicher Weise wie die Bundesregierung deswegen, weil unser Staat ein Rechtsstaat und eine Demokratie ist, auf Rationalität verpflichtet und insbesondere auch gehalten, wissenschaftliche Erkenntnisse bei seiner Tätigkeit zu berücksichtigen. In einigen Bereichen, in denen es um den Schutz der Bürger geht, hat das Bundesverfassungsgericht dem Bundestag sogar die Aufgabe zugewiesen, ich zitiere, die Wirksamkeit seiner Gesetze in der Wirklichkeit zu beobachten und gegebenenfalls nachzufassen. Es gibt also allen Grund, nach dem wissenschaftlichen Sachverstand des Deutschen Bundestages und seinem Bedarf an wissenschaftlicher Beratung zu fragen. Dass der Deutsche Bundestag sich dieses Bedarfs bewusst ist, zeigt schon die Tatsache, dass wir gelegentlich vor Wahlen hören, dass diese oder jene Kandidatur über die Landesliste abgesichert worden ist, weil man auf die entsprechende Expertise angewiesen war. Dies aber betrifft nur den Bereich der eigenen Expertise der Abgeordneten. Es verwundert nicht, dass das Parlament im Laufe seiner Geschichte darüber hinaus eine Reihe von Instrumenten entwickelt hat, um seine eigene unabhängige wissenschaftliche Beratung zu sichern. Als erstes ist der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages zu erwähnen, der den Abgeordneten zur Hand gehen soll. Aber mit seinen wenigen Referentenstellen kann er kaum ernsthaft mit den Einrichtungen und Möglichkeiten der Bundesregierung konkurrieren. Darüber hinaus hat der Deutsche Bundestag das Recht, in seinen Ausschüssen Sachverständige anzuhören. Davon wird durchaus rege Gebrauch gemacht. Die Sachverständigenanhörung ist das Mittel der Wahl, um im konkreten Vorfeld einer Entscheidung wissenschaftliche Positionen in den Gesetzgebungsprozess einzubringen. Allerdings wird hier schon eine Strukturvorgabe deutlich, die in weiten Teilen die gesamte Beratungslandschaft des Parlaments betrifft. Die Sachverständigen werden in aller Regel von den Fraktionen vorgeschlagen und das gesamte Verfahren hat eine durchaus parteipolitische Ausrichtung. Sie ergibt sich daraus, dass jede der Fraktionen einen ihr genehmen Sachverständigen aussuchen wird und der Ablauf der Anhörung in der Zuteilung von Fragerechten und Redezeiten den parlamentarischen Gepflogenheiten folgt. Hier ist kaum der Ort, unabhängig von Interessen und Sachzwängen große Wissenschaft vorzuführen. Vielmehr geht es im Wesentlichen darum, die schon einigermaßen festgelegten Positionen sachverständig untermauern zu lassen und damit sachlich zu legitimieren. Typisch dafür ist, wer schon einmal eine solche Ausschusssitzung besucht hat, dass in aller Regel eine Diskussion zwischen den Sachverständigen nicht vorgesehen ist. Neben diesen bekannten und eigentlich wenig spektakulären Möglichkeiten hat der Bundestag zwei Instrumente entwickelt, die von der Bedeutung der Struktur unseres Bildes von wissenschaftlicher Politikberatung näher kommen. Die erste und wohl bekannteste Form ist die Enquete-Kommission, die in der Parlamentsreform von 1971 in die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages eingeführt worden ist. Solche Enquete-Kommissionen, die auch von einer Minderheit des Bundestages durchgesetzt werden können,
bestehen auf der einen Seite aus Wissenschaftlern und auf der anderen Seite aus Bundestagsabgeordneten und verbinden damit, wie oft gesagt wird, Eigenschaften von Beratungsgremien mit der parlamentarischen Verhandlungsform. Bis zum Jahre 2007 haben wir immerhin 33 Enquetten zu 23 unterschiedlichen Themenbereichen stattgefunden. Betrachtet man die Themen der Enquete-Kommission, einige davon habe ich Ihnen aufgeschrieben, so ging es dabei oft um Themen, die in Politik und Gesellschaft eine kontroverse Rolle gespielt haben. Ich darf in diesem Zusammenhang nur die Enquete-Kommission für zukünftige Kernenergiepolitik, die Gentechnik-Enquete und die AIDS-Enquete sowie schließlich die zwei Enquete-Kommissionen über moderne Medizin erwähnen. Typischerweise waren diese Kommissionen jedenfalls zum Zeitpunkt ihrer Einsetzung nicht mit einem bestimmten Gesetzesvorhaben verknüpft und gingen von ihrem thematischen Anspruch weit über solche Fragen einer konkreten Regulierung hinaus. Die Enquete-Kommissionen haben oft beeindruckende Berichte geschrieben, die aufgrund der bestimmenden Grundsätze der Parteipolitik oft auch Minderheitenvoten einzelner Fraktionen enthielten. In vielen Fällen enthalten die Berichte Empfehlungen, die allerdings in der praktischen Politik kaum umfassende Bedeutung gefunden haben. Nicht nur die parteipolitische Vorstrukturierung, sondern auch die zeitliche Einschränkung stellt eine wesentliche Einschränkung der Wirksamkeit von Enquete-Kommissionen dar. Als Einrichtungen des Bundestages unterliegen sie der Diskontinuität und finden damit zwangsläufig am Ende der Legislaturperiode ihr Ende. Wenn man die Bedeutung dieser Gremien einschätzen will, sind vor allem zwei wesentliche Punkte zu betrachten. Einerseits steht die Einsetzung und die Arbeit von Enquete-Kommissionen oft im Zusammenhang mit Gesetzgebungsprozessen. Dabei ist der Zusammenhang bisweilen unterschiedlich. Einige Enquete-Kommissionen sind von einer Gesetzgebung gleichsam überholt worden, wie es beispielsweise im Bereich der Gentechnik der Fall gewesen ist. In anderen Fällen, etwa bei der AIDS-Enquete, diente die Einsetzung der Kommission eher dazu, die Forderung nach einer gesetzlichen Regelung hinauszuschieben. Ein besonderes Verhältnis besteht zweitens zwischen Enquete-Kommissionen und der Öffentlichkeit. Wie die Liste der in Enquete-Kommissionen behandelten Themen schon zeigt, handelt es sich dabei oft um kontroverse gesellschaftliche Themen, die aufkommen, ohne dass sich bereits eine politische Lösung anbietet, die den Erwartungen der Gesellschaft nach einem schnellen Handeln der Legislative gerecht werden könnte. Es ist deswegen nicht selten behauptet worden, dass die Enquete-Kommissionen hauptsächlich dazu dienen, der Wählerschaft und der Gesellschaft das Gefühl zu vermitteln, dass kontroverse Themen behandelt werden, auch wenn dafür eine Lösung noch nicht konkret absehbar ist. Interessanterweise haben die Enquete-Kommissionen allerdings bisher kaum Instrumente entwickelt, um dem Interesse der Öffentlichkeit an dem Thema und an ihrer Arbeit Rechnung zu tragen. Enquete-Kommissionen tagen regelmäßig nicht öffentlich. In einer neuen Untersuchung ist etwa nachgewiesen, dass von 21 Sitzungen der Enquete-Kommission zukünftige Kernenergiepolitik nur eine Sitzung öffentlich gewesen ist. Nur ein Bruchteil der Sitzungen sind also der Öffentlichkeit zugänglich. Es entsteht deswegen durchaus manchmal der Eindruck, dass mit den Enquete-Kommissionen ein in der Öffentlichkeit aktuelles Thema aufgegriffen, aber ihr auch gleichsam wieder entzogen wird. In Anbetracht der Tatsache, dass ein deutlicher Trend zu erkennen ist, die Arbeit von Einrichtungen der wissenschaftlichen Politikberatung für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, erscheint dies nicht mehr zeitgemäß. Der Bundestag wäre gut beraten, die Arbeit seiner Enquete-Kommissionen für die Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen. So kann der Eindruck vermieden werden, dass der Bundestag wissenschaftliche Fragen in gelehrsamer parlamentarischer Debatte hinter geschlossenen Türen verhandelt und damit den öffentlichen Diskurs eher behindert als fördert. Ein zweites Instrument parlamentarischer Politikberatung stellt das Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag dar. Seine Einrichtung sollte weit im Vorfeld konkreter parlamentarischer Gesetzgebungsarbeit dem Parlament als Einrichtung der wissenschaftlichen Beratungen über zukünftige Entwicklungen und Technologien und ihre Folgen zur Verfügung stehen.
Die mit einigen Erwartungen und durchaus als Gegenmacht zur Regierung gegründete Institution hat nach Ansicht vieler bis heute keine wesentliche Bedeutung erlangt. Diese Folie bleibt leer, weil Herr Bohrer in dieser schönen Ringvorlesung über dieses Thema sehr viel mehr sagen wird, als ich es jetzt tun kann. Auch der Deutsche Ethikrat, der formell gleichsam zwischen Regierung und Parlament angesiedelt ist, wird der Vorstellung einer autonomen Beratung des Parlaments eigentlich kaum gerecht. Es sei zur Erinnerung darauf hingewiesen, dass diese Einrichtung aus einer Kontroverse zwischen Bundestag und Bundesregierung im Bereich der wissenschaftlichen Beratung über Ethikfragen entstanden ist. In der letzten Legislaturperiode hatte es eine Enquetekommission über ethische Fragen der modernen Medizin gegeben. Um seine Interessen zu bewahren, hatte Bundeskanzler Schröder dazu als Gegenstand, im Gegenstück, den sogenannten Nationalen Ethikrat als Beratungseinrichtung der Bundesregierung gegründet und dies entsprechend seinem Regierungsstil in der Bundespressekonferenz verkündet. Der heutige Deutsche Ethikrat, betone Deutsche Ethikrat im Gegensatz zu Nationaler Ethikrat, sollte diese Konkurrenz der beiden obersten Bundesorgane im Bereich der Beratung zur Ethik durch eine gemeinsame Institution überwinden. Allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass die jetzige Architektur des Ethikrates nicht einhelliger Vorstellungen entsprach. Eine Minderheit von Abgeordneten hatte sich dafür eingesetzt, dass dem Deutschen Ethikrat auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages angehören sollte. Damit wollte man das Strukturmodell der Enquetekommission auf den Ethikrat übertragen. Es bleibt aber dabei, dass der Bundestag und damit auch die parlamentarische Minderheit durch das Benennungsrecht Einfluss auf die Mitgliederzusammensetzung des Ethikrates hat, an ihm aber selbst nicht beteiligt ist. Allerdings hat daraufhin der Bundestag gleichsam als Schnittstelle oder Spiegelinstitution einen parlamentarischen Beitrag zu Fragen der Ethik, insbesondere in den Lebenswissenschaften, eingesetzt, dem neuen Abgeordnete angehören. Das darin zum Ausdruck kommende Verfahren, den Sachverstand anderer Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, ist bei genauerer Betrachtung für den Bundestag typisch. Er beschafft sich als Kontrollorgan vielfach Wissen, etwa durch Berichte der Bundesregierung, die in vielen Gesetzen vorgesehen sind. Darüber hinaus steht ihm das Mittel der parlamentarischen Anfrage zur Verfügung. Dies muss berücksichtigt werden, wenn man die sachgerechte Ausgestattung des Parlaments mit wissenschaftlicher Politikberatung beurteilen will. Es entspricht hier und auch sonst nicht unserem Verständnis, dass der Deutsche Bundestag eine Art Gegenmacht der Bundesregierung darstellt und deswegen etwa in gleicher Art und Weise mit Politikberatung ausgestattet sein müsste. Vielmehr ergeben sich aus seinen Aufgaben spezifische Formen dieser Beratung, die im Großen und Ganzen als durchaus angemessen angesehen werden können. Hier haben dann sozusagen die grafischen Fähigkeiten des Juristen geendet. Ich entschuldige mich dafür, dass zum Teil die Schriften schwer leserlich sind, werde Ihnen aber erklären, worum es geht. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen bisher einen Überblick über die institutionellen Strukturen der wissenschaftlichen Politikberatung des Staates gegeben. Die Fülle der unterschiedlichen Einrichtungen und Strukturen lässt sich eigentlich nur schwer systematisieren. Oft werden in diesem Zusammenhang unterschiedliche Grade der Unabhängigkeit solcher Einrichtungen Unabhängigkeit von der Politik genannt. Ebenso findet sich eine Differenzierung nach der Funktion. Ein Versuch, beides darzustellen, ergibt sich aus der folgenden Übersicht. Sie zeigt auf der untersten Ebene die Ressortforschung, die ich als erstes erwähnt habe und die oft als die Wissensbasis der Regierung bezeichnet wird. Ganz oben auf der Übersicht sind die wissenschaftlichen Beiräte angesiedelt, die, wie dargestellt, ein besonderes Maß an Unabhängigkeit genießen. Stören Sie sich nicht daran, dass der Balken grau ist. Er hätte natürlich auch weiß wie die Weisheit sein können. Sie finden dann gleichsam in einem Mittelfeld Einrichtungen, die der Politik näher stehen und zu denen ich etwa die Enquetekommission, das ist das runde Teil dort, die Risikokommission
und die Ad-Hoc-Kommission zählen will. Ganz unten auf meiner Übersicht habe ich ganz grob 3 unterschiedliche Funktionsbereiche angegeben. Sie lassen sich mit allem Vorbehalt auch als zeitliche Abfolge verstehen. Überdies kennzeichnen sie auch eine zunehmende Konkretisierung der Themenfelder und Beratungsgegenstände. Entsprechend einer üblichen Einteilung bin ich auf der einen Seite von einem sehr frühen und wenig konkreten Funktionsbereich des Agenda Setting, so der politologische Begriff, und der Initiative und Konzipierung ausgegangen. In diesem Bereich sehe ich die Aufgabe verortet, eine bestimmte Frage zum Thema der Politik zu machen und in Umrissen Fragestellungen und mögliche Lösungen zu umreißen. Wie Sie sehen können, liegt hier eine Aufgabe für wissenschaftliche Beiräte und die Ressortforschung. Auch das Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages ist in diesem Bereich angesiedelt. Schließlich können Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages auch schon hier aktiv werden. Aus horizontaler Sicht gesehen in der Mitte liegt für mich ein anderer Funktionsbereich. Hier geht es darum, die Interessen betroffener gesellschaftlicher Sektoren und Gruppen zu ermessen und zu bewerten und mit diesen Gruppen nach einer konsensualen Lösung zu suchen. Aus meiner Sicht findet sich hier nicht umsonst eine Mischung von Politik und Wissenschaft, die ich durch eine schöne Schraffur andeuten wollte. Eine solche Mischung ist etwa in Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages durch das Zusammenwirken von Mitgliedern des Deutschen Bundestages und Wissenschaftlern und in den Risikokommissionen und in den Ad-Hoc-Kommissionen gegeben. Ganz rechts habe ich einen Bereich der Regelsetzung und Implementierung untergebracht, in dem es nach meiner Meinung darum geht, ein konsentiertes politisches Programm in Regeln umzusetzen. Als Beispiel für eine wissenschaftliche Politikberatung in diesem Stadium habe ich den Normenkontrollrat in der Grafik eingefügt. Er steht nach meiner Meinung, wie ich Ihnen berichtet hatte, für das Modell einer wissenschaftlichen Regelungsfolgenabschätzung. Da auf dieser Ebene die wesentlichen gesellschaftlichen und politischen Kompromisse schon gefunden sind, muss eine solche Einrichtung nach Auftrag und Methode präzise und eng gefasst sein und überdies über ein hohes Maß an Unabhängigkeit verfügen. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen bisher einen Überblick über die institutionelle und prozedurale Seite der wissenschaftlichen Politikberatung vermitteln wollen. Mich interessiert abschließend ein weiterer Gesichtspunkt. Neben der vielfach untersuchten und diskutierten personalen und institutionellen Verschränkung von Politik und Wissenschaft wirft gerade auch die Verwissenschaftlichung der Politik Fragen nach dem substanziellen Zusammenhang zwischen beiden Bereichen auf. Ich nenne ein Beispiel, der Aktualität halber, aus dem internationalen Bereich. Der Bericht des UNO-Klimarates, also des IPCC aus dem Jahre 2007, hat zum Ausdruck gebracht, dass kaum noch ernsthafte Zweifel daran bestehen, dass die Menschheit zum globalen Klimawandel und den damit einhergehenden Gefahren wesentlich beigetragen hat. Der Bericht ist mit großer Erleichterung und Enthusiasmus aufgenommen worden. Der alte Streit um die Ursachen des Klimawandels scheint gebannt. Es erscheint so, dass nun endlich die Arbeit an wirksamen und notwendigerweise globalen Maßnahmen zum Schutz des Klimas beginnen kann. Was sich wie ein Erfolg der wissenschaftlichen Politikberatung ausnimmt, erscheint in einem anderen Licht, wenn wir die Vorgeschichte des Weltklimarates betrachten. Dieses beeindruckende Unternehmen der internationalen Wissenschaftszusammenarbeit, an dem etwa 1500 Wissenschaftler auf der ganzen Welt beteiligt waren, ist 1992 bei der Rio-Konferenz gegründet worden. Der Grund dafür lag darin, dass während der Rio-Konferenz die schon damals eigentlich gut belegten Anhaltspunkte für einen menschlichen Einfluss auf das Klima als nicht ausreichend betrachtet wurden und deswegen einige Staaten sich weigerten, Verpflichtungen zu einem wirksamen Klimaschutz zu übernehmen.
Im Nachgang zu der Rio-Konferenz konnte man darüber hinaus beobachten, dass eine Reihe von großen internationalen Wissenschaftskonferenzen initiiert wurden, die auf die ökonomischen Nachteile eines verfrühten und überzogenen Handels in diesem Bereich hinwiesen. Ich meine die Luxemburg-Konferenzen. So gesehen erscheint uns die Arbeit des IPCC eigentlich zwiespältig. Neben dem grandiosen wissenschaftlichen Erfolg sehen wir deutlich den politischen Kontext und damit das Interesse, notwendige, aber schmerzhafte Maßnahmen in Bezug auf unvollkommenes wissenschaftliches Wissen zu verzögern. Man kann es allgemeiner fassen: Je weiter die Politik sich auf die Wissenschaft einlässt, desto mehr macht sie sich von deren Tätigkeit und Ergebnissen abhängig. Hier wird ein Problem deutlich, das zunächst als zeitliche Ungleichheit erscheint. Wir haben den Eindruck, dass oft die Wissenschaft der Politik meilenweit voraus ist oder dass umgekehrt eine politische Frage auftaucht, auf die die Wissenschaft keine Antwort weiß. Bei genauerer Betrachtung handelt es sich aber nicht allein um ein zeitliches Problem. Vielmehr sind Ziele, Zwecke und Verfahren von Wissenschaft und Politik grundlegend verschieden. Die Wissenschaft kennzeichnet ein ergebnisoffenes und zeitlich offenes Bestreben nach besserer Erkenntnis, das sich in der Möglichkeit der Falsifikation und ebenso darin zeigt, dass vielfach die Antwort auf wissenschaftliche Fragen in neuen Fragen besteht. Demgegenüber ist die Politik darauf ausgerichtet, nach einer angemessenen Erörterung der Sachlage und Interessen eine abschließende Entscheidung zu treffen. Aus unterschiedlichsten Gründen steht die Politik naturgemäß unter einem ständigen Entscheidungszwang. Wenn sie aber einmal entschieden hat, werden dadurch legitime Erwartungen geprägt, die bis zu einem Bestandsschutz reichen können. Es gibt verschiedene Mechanismen, dieses Spannungsverhältnis zu bewältigen. Sie zielen einerseits darauf, die demokratische Legitimation und das Primat der Politik unter den Gegebenheiten der Verwissenschaftlichung zu gewährleisten. Ein solches Element der Wahrung politischer Entscheidungsfähigkeit liegt in dem Prinzip der Vorsorge, das insbesondere die Umweltpolitik prägt. In durchaus unterschiedlichen Formen ist es auch normativiert. Vereinfacht gesagt, bestimmen die verschiedenen Prinzipien oder Normen der Vorsorge, dass bestimmte Maßnahmen getroffen werden können und auch sollen, auch wenn die wissenschaftlichen Grundlagen dafür noch nicht als völlig ausgereift erscheinen. Eine ganze Spannbreite von Nuancierungen dieses Prinzips findet sich zwischen Luftreinhalterecht, Atomrecht, dem internationalen Handelsrecht und dem Recht der Lebensmittelsicherheit beispielsweise. Darauf kann hier im Einzelnen nicht weiter eingegangen werden. Sehr viel allgemeiner ist diese doch temporal geprägte Vorstellung einer Vorsorge in den Rechtswissenschaften überwunden worden, und es wurde darauf hingewiesen, dass sehr viel weiter und grundsätzlicher bestimmt werden muss, wie weit die Politik mit den Mitteln der Wissenschaft fragen will und wo die Grenzen dieser Erkenntnis liegen. In der Tat erschien es mir in Anbetracht der Verwissenschaftlichung der Politik dringlich zu sein, die rechtlichen Grundlagen der Grenzziehung zwischen Politik und Wissenschaft in diesem Sinne neu zu beschreiben. Es erscheint mir aus verfassungsrechtlichen Gründen notwendig, die Grenzen der Erkenntnismöglichkeit politischer Entscheidungen zu strukturieren, die Verantwortlichkeit dafür klarzulegen und an dieser Stelle für Transparenz zu sorgen. Vereinzelt ist in diesem Sinne in den Rechtswissenschaften von Stop-Codes geredet worden, die das weitere wissenschaftliche Fragen beschränken sollen. Wie auf der einen Seite die politische Entscheidung die Iteration wissenschaftlichen Fragens transparent und verantwortet abbrechen muss, scheint es auf der anderen Seite möglich und sinnvoll zu sein, die Formen politischen Entscheidens selbst zu ändern. In Anbetracht der Verwissenschaftlichung und der Dynamik neuer Erkenntnisse erscheint es angebracht, jedenfalls in einzelnen Bereichen von dem Bild einer endgültigen und abschließenden politischen Entscheidung Abstand zu nehmen. Mehrfach ist in diesem Sinne vorgeschlagen worden, sogenannte dynamische Gesetze zu schaffen, die einen Evaluationsprozess einschließen. Denkbar ist es auch, dass eine Revisionsklausel oder sogar ein zeitliches Ende der Gültigkeit von Gesetzen vorgesehen wird. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss.
Ich hoffe, ich habe Ihnen deutlich gemacht, dass es einen notwendigen Bezug zwischen Wissenschaft und Politik gibt. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass in der Praxis dieser Notwendigkeit eine Fülle von Einrichtungen und Verfahren der wissenschaftlichen Politikberatung Rechnung trägt. Wenn gelegentlich gemahnt wird, es gebe nicht genug wissenschaftliche Politikberatung, dann ist damit meist eigentlich gemeint, es gebe nicht die richtige wissenschaftliche Politikberatung oder es gebe nicht die richtige Wissenschaft. Ebenso hat sich erwiesen, dass zwischen Wissenschaft und Politik eine notwendige Differenz bleibt. Wissenschaft braucht wegen ihrer anderen Rationalität Unabhängigkeit. Verschiedene Formen institutioneller und prozeduraler Trennung tragen dem Rechnung. Es wird darüber hinaus vorgeschlagen, die Tätigkeit der Wissenschaft im Bereich der Politikberatung bestimmten Regeln der guten Praxis zu unterwerfen. Herr Weingart wird uns darüber in dieser Vorlesungsreihe weiteres berichten. Wir haben, meine Damen und Herren, aber auch gesehen, dass das Feld der wissenschaftlichen Politikberatung zunehmend und zu Recht in den Einflussbereich von Interessengruppen und der Öffentlichkeit gerät. Wissenschaftliche Politikberatung hat eine legitime und eine wichtige Aufgabe auch in der Funktion der politischen Konsensfindung. Darüber hinaus ist eine deutliche Tendenz zu erkennen, Formen der Transparenz und der Öffentlichkeit in diesem Bereich zu finden. Dies trägt nicht zuletzt den Anforderungen der demokratischen Legitimation Rechnung. Wissenschaftliche Politikberatung muss für die demokratische Öffentlichkeit transparent und einsehbar sein. Es ist weiterhin zu erkennen, dass die Aufgaben der Wissenschaft in der Politikberatung auch zu einer Änderung der Wissenschaft selbst und ihrer Wahrnehmung führen. Auf der einen Seite geht es hier um die notwendige Enttäuschung der Eindeutigkeitserwartungen der Politik an die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist das ständige Bestreben zu neuer Erkenntnis und der wissenschaftliche Streit im besten Sinne eigen. Im besten Sinne kommt es auch darauf an, diese Pluralität der Auffassungen für die wissenschaftliche Politikberatung nutzbar zu machen. Eindeutig ergibt sich aus diesem Wandel der Wissenschaft und ihrer Wahrnehmung auch eine größere Bedeutung der Verantwortung der Wissenschaft, die wiederum auch die Forderungen nach Richtlinien für die gute Politikberatung untermauert. Mir ist es aber abschließend wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir auch sehen müssen, dass die Verwissenschaftlichung die Politik ändert. Sie muss sich ihr Primat erhalten. Dazu dient etwa das Prinzip der Vorsorge. Weitergehend müssen aber Formen entwickelt werden, in denen die Politik verantwortet und transparent die Grenzen wissenschaftlichen Fragens und Erkennens aufzeigt, die sie in einer bestimmten Entscheidung verarbeiten kann und will. Schließlich muss aber die Politik der Verwissenschaftlichung auch dadurch Rechnung tragen, dass sie eine Dynamisierung ihrer Entscheidungen ermöglicht. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.